Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Ja, Australien, The Perth Mine, legt ja jedes Jahr schöne Programme auf. Eins der bekanntesten ist der australische Kokaburra. Den gibt es in verschiedenen Abmaßen, von einer Unze bis hoch zu einem Kilogramm. Hier sehen Sie ein Kilogramm. Das Tolle ist dran, jedes Jahr gibt es ein neues Motiv. Das ist jetzt das Motiv 2013. Hier haben wir Kokaburra, ist ja dieser Eisvogel, der in Australien verehrt wird, weil er viel Ungeziefer wegfrisst. So, hier haben wir die Königin Elisabeth, das Oberhaupt des Commonwealths, zu dem ja Australien gehört. So, und was ich Ihnen hier zeigen will, ist mal die 10-Unzen-Münze, also 10 Unzen, dass Sie hier mal das Verhältnis sehen, 10 Unzen zu 1 Kilogramm. Hier haben wir nochmal 1 Kilogramm und hier eben die 10 Unzen. Ja, toll gemacht, auch wie man es gewöhnt ist von der Perth Mine, schön gekapselt in dieser robusten Kapsel, damit diese Münze immer im Bestzustand bleibt. Hier halten Sie 311 Gramm reines Silber, eben 10 Unzen. Das Motiv ist das gleiche wie bei der Kilomünze oder bei der Unzenmünze. Hier haben Sie eben 10 Unzen, Feinsilber 999. Ja, wunderschön gearbeitet. So, in diesem Sinne, ja, werden Sie gleich Fan unseres Filmkanals. Ganz oben bitte links auf Abonnieren gehen. Dann bekommen Sie immer die aktuellen Infos, wann es ein neues Filmchen gibt oder neue Informationen über die Märkte. Rufen Sie sich gleich auf unserer Webseite dieses E-Book ab, die 5 Geheimnisse, um Ihr Vermögen zu schützen. Und handeln Sie, bevor sich Ihr Vermögen in Luft auflöst. Ich denke mal, die nächsten Jahre werden turbulent verlaufen. Und mit diesem Wissen haben Sie einiges an der Hand, wie Sie Ihr Vermögen entsprechend sichern können. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.